Ich lege auch direkt los. Also mein Name ist Christine Ruffert und ich darf heute so einen kleinen Einblick in das Fraunhofer IPMS geben. IPMS steht für Institut für photonische Mikrosysteme. Und wenn Sie auf die nächste Folie gehen, dann könnte ich mal so einen kleinen Überblick geben, wo man uns findet und wie so ein bisschen die Historie ist. Also angesichts der Zeit habe ich jetzt nicht viele inhaltliche Folien mitgebracht. Ich werde ein bisschen erzählen und wir stehen dann nachher auch noch für Sie im Chat und in der Diskussion dann zur Verfügung. So, die Folie baut sich langsam auf. Da fehlt noch der Teil. Genau, jetzt kommt's. Uns gibt es seit 1992, also jetzt fast 30-jähriges Bestehen. Und unser Haupt- oder Mutterinstitut sitzt in Dresden. Das ist dieser große weiße Punkt rechts unten. Ja, mal so ein bisschen ungeografisch gesprochen. Und wir haben seit nunmehr 3 Jahren hier eine Zweigstelle auch in Cottbus, wo ich persönlich sitze. Das ist der grüne Punkt. Und dann haben wir noch eine Niederlassung in Erfurt. Das ist der weiße Punkt, also einigermaßen in der Deutschlandmitte. Und was machen wir? Also photonische Mikrosysteme habe ich eben schon gesagt. Ein Photon, viele von Ihnen werden das wissen, ist ein Lichtteilchen, wenn man jetzt die Teilcheneigenschaft des Lichtes betrachtet. Und das war tatsächlich mal unser Kerngeschäft. Also das Institut fing mal an, Mikrospiegel-Arrays herzustellen im Reihenraum großflächig. Ja, viele tausende Mikrospiegel, Sie kennen das von den Neudeutsch Beamern oder das deutsche Wort eben Projektoren, ja, auch in vielen Smartphones sind heute Mikrospiegel zu finden und so fort. Und damit ist das Institut groß geworden. Aber heute machen wir noch viel mehr. Wir machen auch gerade hier am Standort in Cottbus elektrostatische Mikroaktorsysteme. Ja, also ein Beispiel mal, wer von Ihnen jetzt mal nebenbei googeln möchte, Arioso Systems ist eine Ausgründung von uns. Tulpen waren auch schön. Und wir machen beispielsweise Mikrolautsprecher basierend auf schwingenden Siliziumbalken. Und hier in Cottbus außerdem beschäftigen wir uns mit mikrofluidischen Themen, Mikropumpe, Mikroventil und auch einem ganz neuen Gebiet. Das wird viel von Ihnen nicht sagen, aber kommen Sie, um es kennenzulernen. Ich sage jetzt einfach mal das Schlagwort VAR-Aktoren, RF-MEMS. Ja, und wer da neugierig wird, der kann sich sehr gerne bei uns melden. Unserem Institut angeschlossen wurde 2013 das sogenannte CNT. Sie sehen das unten in der Historie, der zweite orangefarbene Kasten. Das steht für Center of Nanotechnologies. Und die machen so ganz, ganz abgefahrene Sachen, so Quantum Computing, Next Generation Sequencing und so. Also alles, was man so immer in diesen Schlagzeilen liest, was so der nächste Schritt quasi ist, das macht das CNT heute schon. Ja, genau. Dann Cottbus 2018 hatte ich schon erwähnt und dann haben wir 2019, ja, lassen Sie ruhig die Folie schon, ist in Ordnung. 2019 haben wir umgestellt von 150 mm Waferfertigung auf 200 mm Durchmesser, ja, also diese runden Siliziumscheiben. Viele von Ihnen kennen das sicher auch aus der Zeitung beispielsweise mal von Global Foundries, AMD und die Infineon und so fort. Tatsächlich sitzt das CNT auch in einem ehemaligen Reihenraum von Infineon. Und genau, und da kann man natürlich eine größere Anzahl von Bauteilen fertigen. Ne? Also wir haben schon so eine kleine Produktionsstätte da in Dresden. Und zu unseren Zahlen, also die vorhergehenden Redner hatten das gesagt, die Fraunhofer Gesellschaft hat ungefähr 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Wir am Fraunhofer IPMS haben fast 500 heute inzwischen schon, haben uns innerhalb der letzten Jahre, in den letzten 5 Jahre etwa verdoppelt. Hier in Cottbus sind wir momentan ein kleines aufstrebendes Team von 20 bis 30 inklusive Studierenden und werden hier in den nächsten Jahren auf ungefähr 100 wachsen. Das heißt, wir suchen also Nachwuchs. Und wenn Sie die nächste Folie einblenden, kann ich direkt auch sagen, wen oder was wir suchen. Und zwar generell, bei uns kann man immer Hiwi-Jobs bekommen, also studentische Hilfskräfte sind immer herzlich willkommen. Wir haben immer Praktikanten da und Abschlussarbeiten, also Diplom läuft aus, ist aber natürlich möglich. Und ansonsten haben wir Bacheloranden und Masteranden. Promotion ist eher selten natürlich, ja, aber da bestehen auch Möglichkeiten oder eben der direkte Berufseinstieg. Und genau, dann gehen Sie gerne auf die nächste Folie. Noch ein paar Benefits, ja, also bei uns arbeitet man nicht nur, sondern man hat auch so ein bisschen noch nebenbei so Work-Life-Balance und sowas. Und ich hatte eben schon gesagt, welche Möglichkeiten es bei uns gibt. Gerade hier in Cottbus haben wir ein junges, dynamisches Team, ja, die Kohle geht und was Neues kommt und das ist unter anderem Fraunhofer. Das heißt, hier ist einiges gerade im Wandel in Ostdeutschland und Sie haben hier die Möglichkeit, mit uns im Team viel Neues zu entwickeln und zu entdecken. Wir sind sehr flexibel, was die Arbeitsgestaltung angeht. Man sieht es jetzt nicht, ich kann es, ich war noch auf der vorhergehenden, aber bleiben Sie gern da. Ich kann es auch so erzählen. Genau, also Arbeitszeiten beispielsweise, Stundenzahl. Und da ist immer individuelle Absprache möglich. Jetzt können wir gerne auf die letzte Folie Ja, draufgehen. bitte Ja, danken Sie, Frau Ruppert. Danke.
Genau. Neben der Arbeit besteht auch die Möglichkeit, beispielsweise an Team-Events teilzunehmen. Und das geht nicht nur Richtung Sport, sondern das Fraunhofer-Institut bietet auch beispielsweise Vergünstigungen bei vielen Firmen. Wenn man jetzt beispielsweise auch mal irgendwelche Haushaltsgeräte einkaufen möchte, da kann man als Fraunhofer-Mitarbeitender Vergünstigungen bekommen. Und zudem kommen dann solche Sonderaktionen wie Gesundheitstage, Blutspendeaktionen, Grippeschutzimpfungen, Corona-Impfungen haben wir auch im Institut die Möglichkeit bekommen und so weiter. Und damit bin ich schon am Ende. Ein letzter Satz noch. Ich muss leider um 15:30 Uhr die Sitzung verlassen. Meine Kollegin Isabel Zwinscher, wenn Sie gerade noch mal die nächsten Folien ganz kurz zeigen. Ja, das ist einmal mein Kontakt. Ja, aber sonst gerne nochmal die letzte Folie. Meine Kollegin Isabel Zwinscher ist auch hier mit in der Runde. Und da kann man sich auch ganz einfach den Kontakt merken. Zukunft@ipms.fraunhofer.de. Da freuen wir uns über Ihre Anfragen und Bewerbungen. Vielen Dank.